weil es ja eine Weihnachtsfeier ist und deswegen habe ich gedacht, ja, dann gehe ich einfach mal dahin, wo Schnee ist und mach dann da einen Schnee-Einspielfilm. Ist das soweit richtig, Luke? Das ist richtig, Luke. Und genau deswegen bin ich nach Winterberg gefahren, zu einem Ort, der seinem Namen alle Ehre macht. Und versuche jetzt dieses Disney-ähnliche Winter-Wonderland mit etwas Adrenalin zu paaren. Ich fahre nämlich Bob. Hi, grüß dich. Grüß dich, ich bin Luke. Hi, Pablo. Ist hier eine Bundeswehrjacke? Was hat Bobfahren mit der deutschen Bundeswehr zu tun? Die fördert den Spitzensport. Cool, dann bin ich auf jeden Fall schon mal in guten Händen. Was erwartet uns denn? Also ich bin in der Kindheit auch gerne mal auf eine Aldi-Tüte irgendwo runtergerutscht. Dann nichts Neues, bisschen schneller. Wie schnell fahren wir dann da? Also heute bei den Bedingungen so 120 km/h werden wir auf jeden Fall schaffen. 120 km/h? Ja. Das ist ja lebensgefährlich, oder? Das ist auf jeden Fall schnell, ja. Aber bevor es losgeht, müssen wir die Bahn erst noch vorbereiten. Du hast ja gesagt, du willst schnell fahren, ja. Dann müssen wir die noch mal ein bisschen schneller machen. Okay. Dazu muss die rasiert werden. Die Bahn muss rasiert werden? Dann ist es ja wie bei einem Date, okay? Also erstmal schön glatt rasieren. Und dann Vollgas. So, dann rasieren wir mal. Genau, das ist dein Rasierer, ein bisschen größer als gewohnt. Aber das Prinzip ist dasselbe. Also einfach ansetzen. Ohne Lücke. Gegen den Strich, oder? Gegen den Strich, dass das Eis fliegt und du merkst schon, es wird rutschig. Deswegen übergebe ich an dich. Okay. Ah, okay, man nimmt da richtig so die oberste Schicht ab. Genau, richtig. Und dann wird das hier rutschig as fuck. Muss ich das alles rasieren? Ja, sind jetzt über 1000 Meter, ne? Also die ganze Bahn. Das darf ruhig auch ein bisschen schneller gehen. Ich meine, du willst ja auch warm werden für die Fahrt später. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass der Raab hier damals bei der VOG-WM hier selber die Scheiße noch rasiert hat. Nee, ich glaube, die hatten Leute, die das für die gemacht haben. Ich glaube, ich auch. Cold as ice. Dann leg aber bitte nicht irgendwie coldes Eis drüber. Aber ich rasiere doch jetzt nicht die ganze Kackbahn hier. Sat 1, 20:15 Uhr, da willst du 5 Minuten lang zeigen, wie ich hier eine Kackbahn rasiere oder was? Was wird denn das für ein Film? Ich bin voll wie so ein Hausmeister in so einer Grundschule oder sowas. Rasiert habt, Freunde, ist der da runtergeschossen. Yo, welcome. Dann stelle ich dir mal den Rest des Teams vor, dass wir 4 Mann sind. Guten Tag. Hi. Ihr seid die anderen beiden? Genau, richtig. Sehr schön, wir werden immer mehr für unseren Moin. Bob. Hi. Ich nehme an, in der Garage ist der heiße Schlitten, oder? Genau. Ja, dann mal los. Ja, aber irgendwo muss man ja auch trainieren. Hiermit üben wir erstmal nur den Anschub. Okay. Das Gerät später sieht ein bisschen anders aus. Das würde ich hoffen. Und für dich haben wir hier hinten die Griffe. Ach, bin ich der? Ich bin hinten, ne? Du bist immer noch der als letztes Einschub. Mega. Du gehst auf deine Position, alle gehen auf ihre Position. Oha. Genau, Naturtalent, schon genau richtig gegriffen. Ja, wie hätte man das denn sonst greifen können? Nee, alles in Ordnung. Okay, und los geht's. Ich spring rein. Wird hier das Foto gemacht, was wir dann nachher kaufen können? Genug trainiert. Jetzt kann es losgehen. Umziehen müssen wir uns noch. Geil. Dann geht's in den richtigen Bob. Also
Coolness-Pokal gewinnen wir nicht, ne? Spermien von Björn Höcke sehen wahrscheinlich unter dem Mikroskop genauso aus wie wir gerade, oder? Team Deutschland! Hey. Falls was passiert auf der Strecke, gibt's da einen Arzt, der sich kümmert? Arzt ist auch da für einen Notfall. Heißt der Dr. Bob? Gestreut werden hier. Also wir sind jetzt quasi in der Champions League des Bobfahrens, der Vierer Bob und ich bin euer Bremser. Das kann man so sagen. Cool. Wir üben mal den Einstieg. Jeder auf seine Position. Zwei drin. Ja, das sah schon nicht gut aus hier. Drei drin. Und Luke rein. Beine durchschieben seitlich. Genau. Und jetzt alle hinsetzen. Also du sagst genau, aber ich weiß nicht, ob die Kamera von hinten einfangen kann, wo ich sitze. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Das ist noch nicht ganz so richtig, also da müsstest du schon noch mal. So, jetzt ist schön. Ah, jetzt ist gut. Das fühlt sich so ein bisschen an wie eine Polonaise gerade. Kannst du nicht einfach uns jetzt hinten anschubsen und dann geht's jetzt los? Oder wir machen so, wenn wir so gemeinsam so Bewegungen machen. Wir machen schon mit Anschub. Alright, dann machen wir das jetzt. Warum habe ich kein Visier? Brauche ich nicht. Okay. Okay. Für den Rhythmus. Für die Musik. Dieser Bob führt uns zum Sieg. Das ist kalt. Aua. Mir tut alles weh. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für eine Scheißidee? Wer hat sich das denn ausgedacht? Zu sagen, wir ballern einfach mit 4000 km/h in so einer Schüssel. Oh. Okay, ich glaube, ich habe da irgendwo auf der Bahn meine Würde verloren. Die hole ich kurz und gebe zurück ins Studio.